So, Jensi hat wieder was mitgebracht, natürlich. Ist natürlich ein lustiges Geschenk und natürlich für Männer, ein Männergeschenk. Was sollen wir Frauengeschenke testen? Macht keinen Sinn. Genau, das gibt es so als Box zu kaufen. Ist ja nicht mehr so teuer, war ja nicht. Ich finde das eine coole Idee. Du darfst jetzt eben aufmachen. Rico ist immer Geschenketag und ich muss den ganzen Mist mal bestellen. So gefällt mir das. Ist jetzt sonnig hier. Was gibt's denn so Schönes? Biertasting. Hui. Biere der Welt. Also, das erste, was kommt, wenn man ein Paket aufmacht, eine Broschüre von dem Hersteller. Boxiland GmbH, ja. In Schweinfurt. Deutsche Firma. Hier, die sind bei Instagram, Facebook, Pinterest und Twitter. Ja. Dein Kauf, dein sozialer Beitrag. Mit dem Kauf der Produkte von Boxiland unterstützt du die Arbeit körperlich und geistig behinderter Menschen. Okay, das ist immer ganz gut. 100% made in Germany. Über 300 Arbeitsplätze, 30 Werkstätten, Umweltbewusstsein, Verzicht auf unnötige Verpackungen und achten auf kurze Transportwege. Dann gibt es noch sowas. Biertasting-Anleitung. Ach, naja, dass man das trinken muss, das weiß ich schon, Wie aber. Biertipps. Das richtige Glas, okay. Kühl dein Bier nicht zu stark, das Bier im Glas, Duft. Naja, wie man das Bier denn halt trinkt. In 1 Milliarde verschiedenen Sprachen natürlich übersetzt. Ja. Und dann kommen auch schon die ganzen Biere. Ach, hier ist ja noch ein Verkostungsbogen. Können wir jetzt natürlich auch anfangen, den Verkostungsbogen auszufüllen, wenn man das mag. Dings, Link in der Beschreibung oder was? Link ist natürlich immer hier unten unter dem Video, wie ihr kennt. Einfach aufklicken und schon landet da auf vermutlich Amazon. Nee, Okay. so viel sind das nicht. Ich jedenfalls nicht in der Box. Nicht, dass du jetzt gleich enttäuscht bist. Ja, aber das sind, denke ich mal, alle diese Anbieten, ne? Die Ja. ganzen Biere, die sind hier Nehmen wir dann. an, die haben eh eine Broschüre für jede Box. Da gibt es verschiedene Boxen zu kaufen. Und dann aus verschiedenen Ländern, ja. Genau, da gibt es auch gibt eine 6, also muss ich jetzt lügen, eine 6 und eine 12. Und wahrscheinlich auch noch eine größere Box. Und dann gibt es Inland, also nur Deutschland, oder gibt es Ausland. Also Und wir haben natürlich jetzt Ausland genommen. Das ist ja klar. indische Tier ist hier drin, italienisches. Na, mal kicken, was da drin ist. Hier aus Singapur, ich meine jetzt hier in der Ja, gut. Beschreibung Kroatien, also verschiedene. Ja, und dann hast du so eine schöne Weltkarte. Was ich schon mal cool finde, sind hier die Bierdeckel. Genau, Werbematerial ist natürlich auch hier dabei. Ohne Bier wäre das Leben ein Fehler. Enjoy your beer. Jetzt geht's los. Genau, jetzt nehmen wir einfach um den erstmal aus der Box und deinem nächsten Video, sonst wird das Video zu lang, nehmen wir dann das nächste Bier. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 6. 7. Gut, also die 1. Tigerbier. Thaya. Was ist in Entschuldigung. Thailand? Nee, Asien. Singapur. Ah. Wir können auf jeden Fall schon mal zusammenfassen, das ist keine schlechte Idee. Ob Preis-Leistung gut ist, ja, war ich jetzt bei dem deutschen Geschenk zu bezweifeln, weil ich einfach an Getränkeland trainieren kann und mir aus ganz Deutschland die beliebten Biere einfach in der Kiste drin und dann kann ich das meinem Mann auch schenken, wenn ich bin ein Mann. Aber Ausland finde ich das eine sehr gute Idee. Da kann man dann, bin ich der Meinung, auch mal ein bisschen mehr ausgeben. Und ja, hier mit dem ihr Werbematerial hier. Verluste, Untersetzer und hier den ganzen Katalog hier, das ist schon gut, schon kann man nicht meckern. Auf jeden Fall mal wieder was anderes, wa? Ja. Tiger Bier aus Singapur. Würde ich den Jungs von Boxyland auf jeden Fall 5 von 5 Punkte geben, weil es ist einfach eine geile Idee. Und es ist auch ein sehr gutes Geschenk für den Mann. Tja, und dann gucken wir mal nach dem Geschmack. Genau, und im nächsten Video testen wir dann diese Tiger-Bier hier. Was ist denn noch drin, Idee? Ist ja wurscht, auf jeden Fall ein Sechser. Ah, 6 verschiedene Bier. Ausländisch, ja. Gut, naja, dann muss ich warten bis zum nächsten Video. Genau. Alles klar.
Link in der Beschreibung. So wie immer, der Link ist in der Beschreibung zu diesem genialen Produkt. Bestes Männergeschenk. Also zumindest, wenn er Bier trinkt, der Mann. Ja, ansonsten sehen wir uns dann demnächst. Na denn, bis demnächst. Haut rein. Bis demnächst.